Seid gegrüßt, liebe Freunde des Oberlausitzer Berglandes und der Umgebung der Stadt Bautzen. Ich begrüße euch hier auf meinem Hof unter meinem alten Holunderbaum, der ja zu jedem Bauernhof gehören sollte. Denn er beschützt den Bauernhof, denn in ihm wohnen die Geister, die den Hof beschützen. Die alten Geister, die für uns sehr wichtig sind, weil sie alte Traditionen, die wir hier in unserem dörflichen Gemeinschaft noch haben, mit bewahren. Der Holunderbaum ist ja auch eines der ältesten Heilpflanzen und Heilbäume, die in den Bauernhöfen da gewesen sind. Es ist der Baum der Frau Holle, deshalb auch Holunder, Hollebaum, Hollerbusch. Und er wurde genutzt von den Bauern für viele Krankheiten, für Tees und andere Sachen, damit auf dem Bauernhof die Gesundheit erhalten bleibt. Und es heißt auch, dass der Holunder, wenn er blüht, das Reich zur Frau Holle öffnet und wer darunter eingeschlafen ist, der sich dann in einer anderen Welt wiedergefunden hat, bevor er munter wurde. Also der Hollerbaum, ein ganz alter, wichtiger, mystischer Bestandteil unserer Kultur, die wir hier mit in der Lausitz haben. Aber ich sitze gerade hier, schneide an einer Pflanze und zerteile sie zum Dörren. Das heißt also, ich möchte dann die Pflanzenteile hier trocknen, damit ein Tee entstehen kann, der sehr gesund ist. Und darüber möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Vor Zeiten, als in der Oberlausitz und überall noch Sumpfgebiet gewesen ist, als die Germanen hier ihr Unwesen trieben, unsere Vorfahren, soll sich zugetragen haben, dass ein König mit seiner Königin hier oder anderswo sich aufgehalten haben soll und der König in den Krieg musste. Als er dann zurückkam, den Sieg in der Tasche feiern wollte, war es so, dass er auf einmal krank wurde. Seine Frau dies bemerkte und er lange Zeit auf seiner Lagerstatt liegen musste. Und es gab kein Heilmittel und kein Heilkraut, die ihm von seiner Krankheit erlösen konnte. Seine Frau ging hinaus in die Natur, bat die guten Geister um Hilfe, aber sie bekam sie nicht. Sie flehte sie an, dass sie doch ein Heilmittel bringen sollten, ein Heilmittel, was ihren Gatten helfen sollte, seine Krankheit zu überwinden. Doch dies geschah nicht. Und in ihrem Schmerz und ihrer Verzweiflung ging sie hinaus in den Wald, in die Auen, die ringsherum noch waren, und versuchte, irgendwie an etwas zu kommen, eine Pflanze zu finden, um ihren Mann zu retten. Was aber leider nicht eintraf. Sie fand nichts, was ihr helfen konnte. So vergingen die Tage. Der Mann, der immer noch auf seiner Lagerstatt lag, ihm ging es immer schlechter. Und eines Tages starb er an einer einfachen Krankheit, die nicht geheilt werden konnte. Das Jahr ging ins Land. Die Frau trug Trauer. Und als sie dann zur Jährung des Todestages ihres Mannes, ihres Gatten, hinausging wieder in die Natur, um wieder die Geister zu bitten, gebt mir doch etwas, helft mir doch, damit ich anderen vielleicht helfen kann. Auch diesmal wurde sie nicht erhört. Daraufhin ging sie an einen Weiher, legte ihren Schleier ab und verschwand. Als die Menschen des Dorfes und ihrer Umgebung sie suchten, fanden sie nichts mehr außer ihren zarten Schleier. Sie war eine schöne, hochgewachsene Frau und sie hatte sich immer für alle anderen eingesetzt, aber sie hat diesmal keine Hilfe bekommen. Sie ward auch nie wieder gesehen. Das Jahr darauf fanden die Leute den Schleier an diesem Weiher und ringsherum, wo die Tränen der Frau gefallen waren, stand eine Blume im Feuchtgebiet, nämlich das Mädesüßkraut. Und weil es so hoch gewachsen war und so schön war und der Duft dieser Pflanze so betörend war, erinnerten sich die Leute an ihre Königin. Und deshalb bekam das Kraut auch den Namen Wiesenkönigin. Es stand über allen, war beschützend für alle anderen Pflanzen,
und war ein Heilmittel geworden, was von vielen genutzt wurde, um Krankheiten zu besiegen bzw. einzudämmen und zu lindern. So, liebe Freunde, ich habe euch also heute die Pflanze Medesüß mitgebracht. Das sind die Bestandteile der Blüte und die Pflanze werden wir uns im Nachhinein dann noch ansehen. Das Medesüß ist eine der ältesten Volksheilkräuter mit, die bei uns bekannt sind. Es hilft gegen Halsschmerzen, gegen Blasenschwächen, Blasenbeschwerden. Bei rheumatischen Beschwerden soll es angewendet werden. Es kann als Tee, als Salben verwendet werden. Und wir wollen uns dann mal die Pflanze ansehen und ihre Bestandteile. Ich habe hier schon vorbereitet gehabt, die Blütenstände. Das sind die Früchte, die dann im Nachhinein stehen, die getrocknet werden können, die für Tee verwendet werden. Ebenfalls Blüten, die noch mit ihren Blütenblättern besetzt sind. Wenn man diese trocknet, auf ein Blech legt, können diese ebenfalls für Tees verwendet werden. Man kann sie aber auch mit in Säfte oder für gewisse andere Getränke mit verwenden. Also man kann sie wie die alten Germanen und auch die alten Kelten Medesüß verwendet haben, als Würzmittel für Bier, für Wein mit verwenden. Und ich habe schon mal vorbereitet, hier seht ihr es hier drüben, die Kräuterbündel, wie man sie trocknen sollte. Natürlich in einem trockenen Raum, wo keine Feuchtigkeit herrscht. Ich habe sie nur hier aufgehangen, dass man mal sieht, wie ungefähr, wie stark die Bündel sein sollen. Man sollte sie nicht zu stark machen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und ringsherum die Pflanze richtig trocknen kann. Danach wird sie natürlich geschnitten, klein geschnitten, auf ein Blech gelegt zum Trocknen und man hat ein hervorragendes Heilmittel für Husten, für Bronchitis. Also es ist eine schöne Pflanze, die vielseitig verwendbar ist. Ja, dann gehen wir mal rüber, sehen uns mal die Pflanze in der Natur an, ihre Bestandteile. Und wer möchte, kann sich natürlich im Internet oder anderen Sachen belesen nochmal über die Heilwirkung und über diese tolle Pflanze, die uns die Mutter Natur geschenkt hat. Es ist ein Schatz, der vor unserer Haustüre wächst und der eigentlich jeder nutzen könnte, wenn er weiß, wo es zu finden ist und wie man dann die Pflanze verarbeiten kann. Ich kann es nur empfehlen, der Tee ist hervorragend und es gibt Länder, wo Medesüß für Süßspeisen und andere Lebensmittel bzw. andere Speisen mit verwendet wird. Man kann sie in Salat reinmachen, man kann sie in Pudding mit reinmachen, besonders die Blüten sind interessant für Fruchtgetränke, wie ich das schon gesagt hatte. Man kann sie mischen mit anderen Blüten, um Tees und Getränke herzustellen. Hier haben wir nochmal das Medesüßkraut in der Natur, so wie die Pflanze komplett ist. Also sie steht über den Gräsern, deshalb auch die Wiesenkönigin mit ihren Blüten, die einen wirklich zarten Duft von sich geben. Es sind ganz zarte Blütenbestände. Und hier sieht man auch ganz toll die Samenstände, die sich schon entwickelt haben, die dann ebenfalls mit in den Tee verwendet werden können, die natürlich auch getrocknet werden müssen. Der meiste Anteil an Heilmitteln bzw. an ätherischen Ölen befindet sich aber in der Blüte, deshalb vorsichtig die Blüten abschneiden, bündeln oder man legt sie zum Trocknen auf ein Blech, auf dem sie dann in Ruhe halt trocknen können, damit man sie dann weiterverarbeiten kann zu Tees. Typisch für Rosengewächse, zu denen ja das Medesüßkraut gehört, sind natürlich die gefingerten, entgegengesetzten Blätter, die meist dreifingerig sind. Das sieht man hier im Prinzip ganz gut. 1, 2, 3 und diese samt dem Stiel können geerntet werden. Selbst der Wurzelstock kann verwendet werden, aber da kann man sich dann nochmal informieren. Das ist also die gesamte Medesüßpflanze, so wie man sie vorfindet in der Natur und so wie man sie ernten kann. Jo, das war es erstmal zur Königin, zur Wiesenkönigin, die hier bei mir reichlich wächst und gedeiht. So, liebe Freunde der Oberlausitz und der Umgebung von Bautzen, dieses Heilmittel, diese Heilpflanze wollte ich euch heute erstmal vorstellen. Früher habe ich sie auch nicht beachtet und abgetan, aber nachdem ich mich belesen habe und erkannt habe, was für einen tollen Schatz die Natur uns hier geschenkt hat, sollte es jeder für sich nutzen können und
der sich dafür natürlich interessiert, sollte sich dann auch weiter belesen, denn es ist ein ganz tolles Kraut, was vor unserer Haustür wächst. Dankeschön.